So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Diablo 3. Hier sind noch ein paar kleine Gegner, denn das lag daran, dass hier die komplette zweite Ebene gerade eben nochmal machen musste, da ich irgendwie, dass das nicht gespeichert war. Dumm gelaufen. Wir gehen jetzt hier weiter ins Herz der Verdammten. Und da kommt wieder Zydea. Ja, ich hätte gerne mal wieder einen anspruchsvollen Gegner. In der Tat, so sieht's aus. Da hast du durchaus recht. Ob sie uns das bieten kann, sei nun fürs erste Mal dahingestellt. Ob sie links oder rechts weitergeht, ist wiederum geklärt. Ach, die haben coole Techniken gefunden, um an uns heranzukommen. Interessant. Helfen wird's euch nix. Ich könnte vielleicht bei meinen Vertrauten wirken. Seit langem mal, das wäre nicht schlecht. Irgendwie Fähigkeiten haben wir auch keine neuen, oder? Nein. Ach du Scheiße. Nimm das. So ein Blitzgewitter halten auch diese Gegner hier nicht aus. Ach du auch gerne. Naja, okay. Ja, wie gesagt, hier das Blitzgewitter relativ. Finde ich extrem cool, muss ich ehrlich sagen. Aber ob es da was Besseres gibt, weiß nicht. Aber dieser komische Meteor, der so mords krass Schaden raushaut, aber irgendwie auch nicht. Und ja, der war es mir dann im Endeffekt nicht wert. Deswegen habe ich mich gegen ihn entschieden. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Meine Beste. Ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich nicht vorstellen. Ich bin Zydea, Gebieterin der Lust. Und sie sind es gemein. Warum nimmt die keinen Schaden? Hat die ein Schild oder was? Mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Das ist gerade eine sehr komische Sequenz, weil irgendwie. Ich kann spüren, das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Ja, jetzt liefern wir aber mal einen richtigen Kampf hier. Nicht die Hälfte der Zeit von irgendeinem Spielbug hier keinen Schaden zu nehmen, das geht ja mal gar nicht, meine Beste. Das ist mal ein richtig falsches Spiel. Habt ihr das gesehen? Wie die Eiskal dann keinen Schaden mehr genommen hat, dann nachdem ich sie nach 5 Sekunden schon richtig vermöbelt hatte. Oh, raus hier, raus, raus, raus. Hier gibt es extrem viel Geld, hier fällt mir auf. Das finde ich gut. Der Ari hat gerade erst die Goldgrube. Wortwitz. Oh, ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Genießt ihr ihre Gesellschaft? Ja, wir gehen jetzt nämlich hier in die nächste Ebene des Ariadkraters, nämlich die zweite. Du. So nahe. So nahe schon. Vor allem hier die Dinge, die Musik ist hier auch wieder sehr, sehr atmosphärisch. Gefällt mir gut, die Grafik natürlich, muss ich gar nichts sagen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Und wir sehen hier auch, diesmal läuft es etwas linearer bis jetzt, also bis hierhin. Darauf kann man, denke ich mal, schon aufbauen. Dann warte halt noch ein Stückchen länger. Meine Güte, ey. Ah, ich dachte gerade, da wäre was rausgetroppt, aber. Da waren mir die Gier größer als die. Naja, Vernunft möchte ich nicht sagen, aber hier, dass hier was rausdroppt, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Und ich habe es gerade eben schon wieder gedacht. Oh, neues Ereignis, was?
untersucht den verfluchten Schrein. Vorher möchte ich erstmal das ganze Gesindel weghauen. Und Frost Nova, ja. Ja, Frost Nova gegen Teleportation, das ist ein Ding, der Kampf, der tobt immer noch in mir, da muss ich immer noch überlegen, wie ich das mache hier. Boshafter Wind. Ja, an sich wäre das auch mal ganz cool, den boshaften Wind mal auszuprobieren. Mal aber naja. Hier mit der Energierüstung. Ja, die tut, glaube ich, irgendwie... Ich habe es wieder vergessen, was die macht. Das sage ich euch jetzt ganz ehrlich. Bin ich 50 oder? An sich wäre das auch ganz cool. Feuersturm. Ich werde die passiven Fähigkeiten werde ich mir off-cam mal durchlesen, alle und auswählen. Oh fuck, ich habe den Skype vergessen, auf beschäftigt zu stellen. Verfluchter Schrein. Und Blizzard hauen wir mal raus hier für die Welle. Den Archon möchte ich mir für die Wellen 4 und 5 aufsparen. Bäm! So, und jetzt hier Archon. Letzte Welle. Haben wir es alle geschafft? Ja, oder? Jawohl, ja. Bonustruhe erhalten, episch. Jetzt wird er ganz normal jetzt zurückkehren. Leuchtende Truhe, und da kommt jetzt allerlei Zeug raus. Das ich mir etwas zahlreicher vorgestellt hätte. Dann sei es drum, Inventar ist... Nein, legendäres Ding wird nicht ersetzt. Da kann ich mir drüber nachdenken. Naja, nee. Sonst sind sicher... Ah, hier noch mal was. Und das ist ja mal definitiv geil. Gut, einfach mal nebenbei hier ein bisschen rumgestanden und schnell ein paar Gegner besiegt. Ich glaube, dennoch, ich werde bald wieder zur Frost Nova umsteigen. Falls mal wieder eine Cutscene kommt, dann werde ich zur Frost Nova nochmal umsteigen. Denn ja, das muss jetzt hier nicht so... Oder oft kämen wir nach dem, wie es halt gerade passt. Aber Fakt ist, wenn es mir eine Gelegenheit bietet, dann kommt das, kommt sie zurück, die Frost Nova. Man muss doch ehrlich sagen, dass die dann für den Kampf etwas praktischer ist. Was ist denn hier auf der Karte aus? Da kann es halt überall lang gehen. Zumindest hier erstmal auf dem sichtlichen Weg. Aber wir wissen ja, dass das hier im Ariadkrater gar nichts heißt. So, hier den Höllenfeldbrecher, whatever. Ich glaube, wenn wir hier jetzt ein was mal verpassen, dann... Ich sah ihn. So. Ich brauche mehr Zeit. So, wollte ich gerade noch einmal die letzte Fähigkeit hier raushauen, bevor dann der Archon wieder aufhört zu wirken. So, hinten gibt es auch nichts mehr Interessantes, oder doch? Nochmal so ein Gesellen, der uns ein bisschen was hier gegeben hat, naja. Wie Abklingzeiten, die können einen aufregen. Aber naja, macht ja nichts, hier weiter. Oh, Belia, ey, Asmodan, hi. Was
wer ist eine Konkubine? Naja, was dem das ist, kenne ich nicht. Dass diese komische Spinnenkönigin dann sein soll. Also zum wiederholten Mal Spinnenkönigin, sehr kreativ, liebe Entwickler, by the way. Dass diese komische Spinnenkönigin sein soll, dann bin ich nicht beeindruckt. Und hier hinten kommt tatsächlich in den Turm der Verfluchten geht es jetzt. Naja, das ist naja sehr kreativ gewesen. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Nein, ich denke nicht. Hütet eure Zunge, Dämon. Einfach einmal draufhalten, solange sie das nicht überleben, ist das, sind das keine Gegner für uns. Nicht wahr, lieber Templer? Ja, okay, hinten gibt's nichts für uns. Da die beiden Gegner können wir irgendwann, wenn sie mal hier um die Ecke geschossen kommen, dann können wir uns mal um die kümmern. Ja, das bisschen Leben, was man da verliert, das kann man ganz einfach regenerieren, das ist kein Problem. So, du bist auch. Kriegst du auch jetzt. Den lass uns noch eine Zeit lang jagen. Oder eh noch mehr hochkommen. Mann, Templer, hau doch mal ein bisschen mehr Schaden raus. Das ist sehr grauenhaft mit dir. Da kommt absolut überreagiert hier mit dem Blitz. Aber selbst der andere, der uns da verfolgt hat, wurde noch getroffen. Nice. Die Zeder, die ist schon ein bisschen krank, irgendwie kann das sein. Ja, 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 ist ja gut, kriegst du ja. Ist auch das ein Herz der Verdammten hier? Nee, ist nicht. Schade, sonst hätten wir das direkt mal wieder zerstört. Na gut, das tun wir natürlich nicht mehr, das nehmen wir dann hier im Turm der Verfluchten Ebene 2. Da hauen wir den dann mal raus. Das Gefühl, sie gleich sowas von zu zerstören, ist köstlich. Meine Güte, ist das eine perverse. Beliebiges böses Wort einsetzen. Oh, komm. Oh, ein bisschen zu viel beim Magus oder wie? Lebende Fesseln, okay. Das war gerade irgendwie ein kleiner Bug, aber das macht ja nichts. Kurz im Inventar mal checken gehen. Ja, das ist zwar gut für die Verteidigung, aber für den Angriff. Die in eurer Heimat auf euch wartet. Als ich noch sehr klein war, hat man mich meiner Familie weggenommen. Ich weiß nicht viel über sie. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht war, ohne Familie aufzuwachsen. Ja, irgendwie das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Trotzdem macht man echt ein schlechtes Gedächtnis, aber zum Teil kommt, macht man doch noch was Produktives rum. Ach komm, ihr wollt es nicht anders, ey. Das gibt's ja nicht hier. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. So, liebe Freunde, da wurde ich mal wieder gestört. Hier gerade eben, jetzt muss ich erstmal hier wieder reinkommen. Ich hoffe, es passt alles. Die Aufnahme läuft sogar noch. Da, was ist das hier? Irgendein Ring. Habe ich gerade eben auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das ist rübergekommen, dass es nicht ganz so, mir nicht ganz so gefallen, dass ich schon wieder gestört worden bin. Und hier diese kleinen Bugs immer, das regt mich noch fast am allermeisten auf. Dass immer kurze Hänger drin sind. Noch nicht bereit. Jetzt habe ich noch kein zweites Mal teleportiert, ey. Was wollt ihr?
Ah, da geht's auch nach unten weiter. Ja, jetzt fangen wir schon an, Feuerspuren zu hinterlegen, also. Oh, ein Boss, ein Boss, ein Boss. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. In der Tat. Jetzt habe ich leider überhaupt keinen Überblick, wie lange der Part ist. Ich denke mal, 4 Minuten kann ich abziehen. Das heißt, bei 16 machen wir jetzt auf jeden Fall noch das Herz der Verfluchten. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier dann aussieht, ob wir dann schon zum Finale kommen im nächsten Part von vom Ariad-Krater und vom Akt 3 somit. Dann wäre das relativ kurz, der dritte Akt gewesen. So 8 Parts wäre nicht lang. Ah, da unten erwartet sie uns schon bereits. Jetzt kommt es also zum Bossfight, wie es aussieht. Oh, auf das hier habe ich mich gefreut. Jetzt sehen wir gar nichts mehr über dich, meine Liebe. Was nur gern steht zwar all seinen Leutnants nahe, aber an Sydea liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein. Doch sie spricht nur Worte des Todes. So, das Sündenherz ist somit auch zerstört. Und jetzt, Asmodan, was sagst du? Tötet Asmodan im Herz der Sünde. Dann geht's da lang auf der Karte. Okay, das finde ich jetzt etwas beängstigend hier, weil ich jetzt nicht weiß genau, wo ich lang muss. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus und schau das mal mir an. Vielleicht müsste auch einfach einmal zurückgehen. Dann muss man einen Schritt zurückgehen, um 2 nach vorne zu machen, wie gesagt. Und deshalb gehen wir nun hier durch diese Tür zurück. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Ich habe sonst hier nichts gesehen, wo es weitergeht. Also daher. Nein, das scheint tatsächlich da unten irgendwo zu sein. Hm? Ich bin sehr verwirrt gerade. Vielleicht hat sich da noch irgendein Portal aufgetan, das jetzt nicht geht, das mir irgendwie entgangen ist. So ein. Ist meine Maus wieder aus dem Bildschirm draußen komplett, naja. Achso, da geht's nach unten, da hat sie tatsächlich noch was versteckt. Also kommt nicht das Herz der Sünde, oder? Direkt, sonst können wir nochmal ein bisschen. Kern des Ariad. Okay, das machen wir definitiv nicht mehr in dem Part. Wie immer machen wir es so, dass ich jetzt noch hier zurück in die Stadt kehre, mit euch das ganze Zeug gemeinsam verarbeiten gehe sozusagen. Und dann, ja, verabschieden wir uns. Also das ist, glaube ich, ein bisschen Tradition in Diablo 3 mittlerweile, dass wir uns da immer so das angucken gemeinsam. Noch zum Schluss, was wir sozusagen in dem Part der Arbeit haben, wir als erstes mal hier den Schmiedeplan ihm lernen. Und dann gehen wir das Zeug verarbeiten. Amboss und jetzt hier einfach alles weg, oder? Wenn es halt dann auch eine Ebene Ariad-Krater kommt, dann ist es auch nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier aber alles abgearbeitet. Okay, sehr schön. Geld brauchen wir nicht mehr, haben wir gemerkt. Jetzt gehen wir noch zu den Juwelen, mal gucken, was da abgeht. Zum habgierigen Shen. Gehen wir Edelsteine kombinieren. Ja, die können wir aufhören, da vorne zu dauern, so viel rumzuquatschen. Das ist ja ekelhaft. Vielleicht gibt es bei den Smaragden irgendwie eine kleine Kette, die wir aufbauen können, aber sieht im Moment alles relativ mager aus. Nachdem wir da sozusagen die erste Reihe an Ketten mal gemacht haben, geht es jetzt nicht mehr wirklich weiter. Naja, nee, dann müssen wir mal andermal gucken, wie es aussieht. Beutetruhe, alles reinlegen. Wenn wir jetzt von irgendwas 2 haben, ist was schiefgelaufen. Naja, den Ring, den verkaufen wir, den kommt später ein Lagerplatz. Können wir da noch einkaufen?
Arkum zu gegebener Zeit. Ich wünsche noch einen schönen Resttag jetzt und bis zum nächsten Mal bei Diablo 3. Tschaußen!